in die Natur. Guten Morgen! Ja, es geht ja nun los zu dem Event. Genau, zu dem Event in die Natur. Und ich werde nicht alleine fahren, sondern ja, es haben sich ein paar Leute angeschlossen, die ja, mich gefragt haben, wann und wo das ist, die mich persönlich kennen und die sozusagen jetzt von woanders herkommt. Bei manchen ist es noch nicht ganz sicher, aber bei wem es schon sehr sicher ist, ist die Chiara. Die Chiara kennt ihr bestimmt noch ja, auch von dem Video, wo sie damals umgesattelt ist von der Omnivore nach dem Rohkostpotluck, von der Omnivore Ernährung, die zwar schon weg vom Fleisch schon ein bisschen gewesen ist, aber 14 Tage vollkommen auf die Rohkost. Wer das Video noch nicht gesehen hat zu dieser Rohkost-Challenge, da gebe ich mal oben den Link auf die Infokarten. Aber ihr könnt natürlich auch direkt auf Chiaras Kanal, der hat ja auch einen eigenen Kanal, könnt ihr dort schauen. Dort hat sie, glaube ich, jeden Tag, oder haben wir jeden Tag, oder auch mal zwei Tage, ne? Ja, so ein, ja, einfach gesagt, was so passiert ist und so weiter. Auf jeden Fall, ja, und sie hat sich jetzt angeschlossen, mitzukommen auf dieses Event. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, auch da den Link in den Infokarten. Es geht einfach raus in die Natur für wahrscheinlich mindestens eine Woche. Ja, einfach in der Natur, von der Natur leben, gemeinsam mit anderen Menschen lieben, tanzen, singen, fröhlich sein, traurig sein, alles was dazugehört zum Leben. Und ja, und deswegen direkt an Chiara die Frage, warum hast du dich angeschlossen? Warum reizt dich das? Also zuab erstmal, für mich ist erstmal ein Tag dieses ganze Spektrum anzuschauen und nicht gleich, ich plane nicht gleich eine Woche ein, sondern bei mir ist es erstmal wirklich ankommen, anschauen. Was mich daran gereizt, mich reizt, ist einfach dieses ohne Netz, ohne irgendwie immer Kontakt zur Außenwelt zu haben, sondern einfach nur immer für sich zu sein, wirklich die Natur in vollen Zügen zu genießen. Obwohl es recht kalt werden soll. Also gefühlt stand da, also 3 Grad, der erste Tag, wo wir ankommen, ist wahrscheinlich 3 Grad nachts und gefühlt 0 Grad. Und du bist ja eigentlich nicht so kälteaffin. Also ist das schön, dass du lieber Wärme magst. Ich habe Thermounterwäsche mit und ich habe meinen Schlafsack, habt ihr ja auch gesehen, die Videos, das ist halt, den kann ich den ganzen Tag dran anhaben. Also ich bin schon mehr im Leben gezeltet als du jeweils. Das ist mit Sicherheit viel weniger als möglich. Ich habe bis jetzt einmal gezeltet, einen Tag im Garten. Und ich finde halt, es gibt kein falsches Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Genau, das ist so mein Ding. Und ich werde halt einfach mal schauen, wie das so ist. Und ich freue mich total drauf, einfach wieder eine neue Erfahrung zu machen. Liebe Leute, liebe, nette Leute kennenzulernen und einfach den Spirit einfach mal mitzunehmen, wie es da so ist halt. Ne? Ja. Und natürlich auch wieder viel gedankenlos zu werden, musizieren, also auch den Ditch spielen wie er hier und so. Er hat es ja ein bisschen von mir übernommen. Ja, die erste Inspiration kommt auf jeden Fall auch von dir. Ja. Du bist ja da mit deinem Rohr hierher gekommen, zum ersten Rohkostpotluck, dich an den Baum gesetzt und dann fröhlich reingeblasen. Und klar, ich habe das Ding schon mal irgendwo gesehen und so, aber ja, gleich gespürt, da ist was. So. Und da sind das noch ein paar Monate ins Land gegangen, bevor ich dann ja, letztlich dann in Euskirchen dann nochmal drauf gekommen bin und ja, und dann auch dieses Reiseditch dann gekauft habe und dann letztlich dann Feuer gefangen habe. Aber ja, du hast definitiv auch eine Inspiration, warum ich jetzt Didgeridoo spiele, mit Leidenschaft. Gerade die neuen Menschen, also das ist ja nun ein ganz spezieller Menschenschlag, der da auf uns zukommen wird, denke ich mal, weil das sind Menschen, die ja, wir sehen das eher so als mal ein Ausbrechen und mal ja, da mal einen Tag oder eine Woche dort sein. Aber es gibt Menschen, die auch in Deutschland tatsächlich sehr, sehr naturverbunden leben. Also es ist tatsächlich möglich, dass es auch in Deutschland Menschen gibt, die halt keine Wohnung haben, sondern die halt wirklich auch im Wald leben. Und davon habe ich schon gesehen, werden einige auch dorthin kommen. Das heißt, für die ist das, was wir machen, einfach so in den Graben kacken und 2-3 Leute nebeneinander dabei stehen und ja, das, was man vielleicht früher bei der Bundeswehr gehabt hat, das ist für die Alltag, das ist für die Normalität. Und da sind wir schon beim Nächsten. In einen Graben kacken und 3 Leute daneben, alle können zugucken. Wie sieht's denn damit aus? Naja, das werde ich dann halt sehen. Also im Graben kacken würde jetzt nicht so das Problem sein, wenn das Loch nicht so groß ist oder so, dass ich auch gut stehen kann, weil ich habe das jetzt im letzten Sommer mal im Wald gemacht, da bin ich extra irgendwo reingelaufen mit meinem Klopapier und
Und ich fand das total befreiend für mich. Und ich fand es tatsächlich auch interessant, einfach mal die Wurst zu sehen, was da so rauskommt aus dem Körper. Hm. ganz ehrlich, ich lasse mich einfach überraschen. Und ich bin halt da auch echt... ich bin halt für jeden Scheiß zu haben. Das passt ja, ne? Ja. Also für mich sind das eigentlich alles nur Erfahrungen und ich habe mir auch Feuchttücher geholt und so. Und oh, Feuchttücher. Also ich meine, wir leben in der Natur, mit der Natur. Wenn die, sind extra, die sind abbaubar sogar. Das sind extra welche zum Abbau. Ja, habe ich extra darauf geachtet. Na, mal sehen, was die Leute dann sagen, wenn ich dann mit deinen Feuchttüchern ankomme. Ich habe ein bisschen Schminke mitgebracht. Schminke? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Feuchttücher ist nur der erste Schritt. Ja, klar, so, man hat ja sicherlich, man muss auch mal sagen, man hat 10 Kilometer, 15 Kilometer entfernt, das ist der Parkplatz, wo das Auto ist und da kann man ja jederzeit einsteigen und wegfahren oder quasi zum nächsten Aldi fahren und dann, das ist alles möglich, ne? Man darf es auch nicht zu verbissen sehen, man muss da einfach schauen, was geht, das versuchen allumfänglich vollständig aufzunehmen und ja, und dann wird man selber wissen, wie weit das aus der Komfortzone rausgeht und wie weit man auch selber bereit ist, aus der Komfortzone rauszugehen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Wenn man einfach nur alles annehmlich haben möchte, dann kann man auch zu Hause bleiben. Aber wenn man dann halt bereit ist, neue Erfahrungen zu sammeln, dann ist man auch bereit, gewisse auch Schamgrenzen vielleicht zu überwinden. Und da bin ich glücklicherweise nicht so, dass ich da irgendwelche großen Hürden dann habe, weil ich habe kein Problem vor anderen zu kacken oder ich habe auch kein Problem vor anderen Sexualität zu leben. Und zu stinken. Ja, genau, nur Kacke stinkt. Darauf will ich ja drauf hinaus. Nicht jetzt um Kacke, sondern... Also wenn ich eine Woche nicht wäsche, deswegen Feuchttücher. Ah, okay, alles klar. Also ich glaube, Leute, die sehr auf Hygiene achten und extrem jeden Tag duschen müssen und weiß ich nicht was und das aber jetzt nicht bei 5 Grad Außentemperatur machen wollen, darum geht's ja. Aber darum geht's ja. Das ist ja so, dass dort ist ja die Möglichkeit. Ich tue ja auch jeden Tag baden. Ja, ganz ja. Ja, und deswegen, ich will auch nicht stinken. Das heißt, ich nehme keine Feuchttücher, sondern ich gehe, das ist ja die Abhärtung, ich gehe in den Fluss bei 5 Grad. Das kannst du auch machen. Ja, eben, darum geht's ja. Na? Ja, mal gucken, vielleicht komme ich auch nicht. Oder ich werde reingeschmissen, oh Gott. Ja, genau. Und für mich auf jeden Fall eine große Herausforderung ist auch das Technikfreie. Da hast du gesagt, das ist für dich eher befreiend. Genau. Ja. Also ich merke, ich habe jetzt, ich bin gerade am Umziehen und ich habe jetzt mal einen Tag fast, war ich nur abends im Internet und sonst nicht, weil normalerweise gehe ich vor. Krasse Scheiße, nur abends im Internet. Boah, wie hast du das ausgehalten? Nein, und das war richtig gut und im Sommer merke ich halt, da bin ich eh hauptsächlich unterwegs und ich habe da null Bock drauf. Ich habe jetzt auch ein anderes Telefon und da kannst du nur noch SMS und telefonieren, das war's. Keine Fotos, nichts mehr machen und ja, es geht wieder zurück zum Ursprünglichen halt einfach und das finde ich halt persönlich... Mm. Geil, also ich finde das eigentlich schöner irgendwie. Ich muss nicht immer up to date sein und immer irgendwie was googeln können oder so. Man hat einen Mund zum Fragen. Gut, wenn jetzt keiner in der Nähe ist, dann man muss sich halt einfach selbst zu helfen wissen. Und außerdem hast du einen inneren Kompass. Ach, das wird schon alles. Da würde ich sagen, machen wir jetzt los oder jetzt nicht, morgen los und dann gut. Na dann. Tschüss. Thank you.